dass du da bist. Heute geht es um das Thema, warum Angstmacher, Angstverbreiter deine schlechtesten Berater sind. Gerade jetzt sehr aktuell, aber natürlich auch generell. Es ist wichtig, dass du weißt, dass ich hier immer Botschaften teile, die mir im Moment wichtig erscheinen. Und auch Essenzen aus meiner Zusammenarbeit mit anderen Menschen. So, und aktuell ist das ganz, ganz stark im Feld. Und natürlich jetzt zum Ende des Jahres wird nochmal alles Mögliche reingepresst, reingedrückt für die Menschen, um sie nochmal mehr zu ängstigen, nochmal mehr zu stressen, um nochmal mehr Dunkelheit zu verbreiten. Und das hat natürlich seinen Sinn. Und gerade jetzt möchte ich dich nochmal darauf sensibilisieren, wie wichtig es ist, wirklich es dir zu Hause schön zu machen, in den Rückzug zu gehen, wie es dir die Natur im deutschsprachigen Raum jetzt auch vormacht. Liebe fließen zu lassen, ja? Es dir gut gehen lassen, dich und deine Liebsten bestmöglich zu nähren und zu versorgen. Und ja, einfach zu Hause ein Licht erstrahlen zu lassen. Das ist jetzt vielleicht sogar deine wichtigste Aufgabe. Es ist so, dass da draußen nicht nur Angst in der Form von Seiten Politik und so weiter verbreitet wird, ja? Welche Sanktionen da kommen mögen, was da Schreckliches alles in der Welt passiert und was uns bevorsteht und Bestrafung hier, Verbote da und so weiter. Ja, das ist nicht die einzige Quelle der Angst, sondern es wird auch sehr viel Angst verbreitet aus der Ecke, die all diese Geschehnisse da draußen aufklären und die Menschen motivieren will, dagegen vorzugehen. Ja? Beides schürt Angst und überall, wo du in die Ablehnung gehst, wo du in die Verurteilung gehst, wo du in die Energie der Angst, Wut, Verurteilung und so weiter gehst, ziehst du dich selbst so stark runter, dein Immunsystem fährt runter, holistisch gesehen einfach die Gesundheit deines gesamten Organismus, Körper, Seele, Geist, wird extrem geschwächt und extrem angegriffen. Gerade jetzt ist es sehr wichtig, dass du dieses zerstörerische Feld der Angst ganz bewusst verlässt. Es wird nichts im Außen passieren, was dir das einfach abnimmt, was es einfach für dich macht. Ja? Peng, puff, da draußen ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt kannst du glücklich sein. Nein, ganz im Gegenteil, das hat ja eine gewisse Agenda und für dich ist es einfach sehr wichtig, dass du dich da aktiv rausholst. Ja? Das mag aus eigener Kraft sein, in kleinen Babyschrittchen, das mag mit Unterstützung sein. Egal wie du es anstellst, es ist deine Verantwortung, es ist deine Aufgabe und es ist dein Leben, es ist dein Erleben. Ich sage das immer wieder, nichts ist so, wie es scheint und wichtig ist, dass du dich mit deiner eigenen Wahrheit verbindest. Diese ureigene Wahrheit ist sehr individuell. Deshalb kannst du auch nicht einen anderen nach deiner Wahrheit fragen und nach dem fragen, was für dich und dein Leben jetzt wirklich wichtig ist. Ich höre von Kunden im Moment sehr, sehr stark einfach diese Überforderung und Schuldgefühle und all das, was es mit sich bringt, diese ungefilterte Flut von Informationen wirklich zu konsumieren, jeden Tag und das auch noch mit anderen Menschen zu besprechen,
In der Form, dass ja natürlich die Angst gestärkt wird, die Sorge gestärkt wird, die Wut auf andere und Situationen gestärkt wird, Schuldgefühle, nichts machen zu können oder etwas anderes noch machen zu müssen, um diese Situation auf der Welt wirklich zu verändern. Und lass mich dir noch einmal sagen, es geht nicht darum, im Außen wirklich etwas zu verändern. Es geht von innen nach außen. Es ist jetzt ganz wichtig. Es ist immer wichtig. Aber es wird immer wichtiger, dass jeder wirklich die Verantwortung für sich selbst übernimmt, für die eigene Schöpferkraft, für das eigene Erleben, für die eigenen Handlungen, für die eigenen Emotionen und Gedanken und so weiter und so weiter, ist im Prinzip auch das Einzige, was du tun kannst. Du kannst viele Dinge, die von außen auf dich herantreten, von außen an dich herantreten, daran kannst du nichts ändern, aber woran du immer etwas ändern kannst, ist, was du damit machst, wie du auf etwas reagierst, wie du mit etwas umgehst. Das liegt immer in deiner Hand. Das liegt wirklich immer in deiner Macht. Also, es ist, wenn jeder das machen würde, wäre diese Gesamtsituation morgen einfach vorbei, geklärt, gelöst, aber auch darum geht es nicht. Alles hat seinen Sinn. Der, die du das jetzt siehst, für dich geht es einfach einmal darum, jetzt diese Feiertage oder das bis zum Ende des Jahres wirklich nochmal ganz gezielt zu nutzen, wenn du das bis jetzt dieses Jahr noch nicht geschafft hast. Jetzt hast du nochmal ganz aktiv, auch energetisch, die Einladung dazu, dich zurückzunehmen, in den Rückzug zu gehen, deine Kräfte, deine Energie, die irgendwo da in alle Richtungen strömt, die dir abgezogen wird, ja, von diesen Quellen der Angst und der Sorge und der Wut und des Hasses und der Spaltung und so weiter. Du hast jetzt die Möglichkeit, das alles nochmal bewusst dort abzuziehen, in dir zu sammeln, so wie die Natur das jetzt auch wieder vormacht. Die ist da, die ist nicht tot, die sammelt ihre Kräfte, erneuert sich, ja, akkumuliert nochmal all die Energie, um wirklich im Frühjahr dann in voller Kraft zu erstrahlen. Und auch genau das wünsche ich mir für dich. Es gibt kein kraftvolleres Werkzeug als das Erkennen oder als deine Selbstermächtigung. Es gibt kein kraftvolleres Werkzeug. Wäre jeder selbst ermächtigt, dann wäre man auch nicht mehr steuerbar. Dann würden gewisse Dinge heute auch gar nicht mehr so laufen, wie sie laufen. So, worum es aber geht, die Welt erneuert sich so oder so, ob du das willst oder nicht. Gewisse Dinge müssen passieren. All das, was jetzt so massiv sichtbar ist, was wir so gerne verurteilen, was wir so gerne verpönen, wo wir gerne wütend werden, ja, warum ist das so, wie kann das sein und so weiter und so weiter. Das war vorher auch alles schon da. Wenn sich jetzt an dieser Stelle mal jeder reflektieren würde, wie hast du vorher gelebt, wie bist du mit den Menschen umgegangen auf der Arbeit, ja, draußen auf der Straße, waren deine Handlungen und deine Gedanken, deine Taten, war das immer rein und sauber? Ja, oder hatte das auch mit Manipulation zu tun? Hast du andere Menschen vielleicht auch übervorteilt, nicht gut behandelt, nicht mit Liebe behandelt, sondern um einen gewissen Zweck erfüllt zu bekommen, oder aus Rache oder, ja. Also es war vorher im Kleinen sowieso immer schon da. Es war auch im großen Ganzen in der Welt schon sehr, sehr lange so. Jetzt liegt das alles quasi wunderbar vor uns auf dem Tisch, ja. Keiner kann da mehr weggucken. Aber es geht nicht drum,
da jetzt dran rumzumachen und daran etwas zu verändern, ob ich jetzt das beschimpfe, gewaltsam demonstriere oder, sondern es geht darum, jeder darf jetzt wieder in den Rückzug gehen, die eigenen Energien sammeln und die ganze Arbeit beginnt bei dir selbst. Bei deiner Bewusstwerdung, bei deiner Energieerhöhung, bei deiner Schwingungserhöhung. Und so wie du damit in die Welt hinausgehst, das bewirkt die größte Veränderung überhaupt. Prüfe also jetzt, wer sind die Angstmacher, Angstverbreiter in deinem Leben und wie kannst du die jetzt daran hindern, jeden Tag immer wieder durch deine Tür in deinen Raum einzutreten. Du verpasst nichts. Alles, was für dich, für dein Leben wichtig ist an Informationen, an Wissen, ist erstens schon da und alle Informationen, die du von außen noch brauchst, wirst du immer erhalten. All das, was wirklich wichtig für dich ist und den Rest, also quasi 95% oder 97%, kannst du einfach getrost da lassen, wo es ist. Wo sind deine Angstmacher? Sind es die Medien? Welche Kanäle sind das? Ich arbeite wirklich gezielt mit meinen Kunden daran, sich davon zu lösen, weil die Egos haben sich so daran festgebissen und da reingeschraubt, dass sie glauben, sie sterben, wenn sie sich diese Informationen nicht zuführen oder sie könnten irgendwas Wichtiges verpassen oder sie landen morgen im Knast, wenn sie jetzt irgendwie die Nachrichten nicht gesehen haben. Also es ist ganz wichtig, prüfe, wo entsteht Angst? Oder wo entsteht wirklich Freude? Was erhebt dich? Was stärkt dich? Was ist wirklich sinnvoll für dich? Oder was produziert Angst, Sorge, Zweifel, all das? Und zieht dir deine Energie? Das ist ein großer Unterschied. Ob es jetzt die eine Seite ist oder die andere Seite. Es bringt auch nichts, irgendwelche Seiten einzuschlagen und diese Spaltung noch weiter zu verstärken, die da natürlich stattfindet, sondern wirklich in dir selbst all das wieder zu vereinen, in dir selbst anzukommen, dich selbst zu spüren, deine eigene Wahrheit jetzt wirklich voll und ganz wahrzunehmen und damit dann nach außen zu gehen. Alles, was du aus dieser Energie nach außen bringst, ist wirklich eine Heilung auch für die Welt. Ich lasse dich damit jetzt mal in die Selbstreflexion gehen. Wenn du Weihnachten feierst, dann wünsche ich dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage, einen wundervollen, kraftvollen Abschluss, besinnlichen Abschluss diesen Jahres. Und lass es dir gut gehen. Wenn du Fragen dazu hast oder dir Begleitung wünschst in dieser hochtransformativen Zeit, schreib mir, lass uns sprechen. Ich freue mich auf dich. Merry Christmas. Bis bald. Tschüss.